Ja, herzlich willkommen hier zur Pressekonferenz des FC Würzburger Kickers vor dem Relegationsheimspiel an diesem Freitag um 19.07 Uhr plus 3 Minuten gegen den MSV Duisburg. Wir werden aller Voraussicht nach, oder sehr sicher sogar, eine ausverkaufte Flyalarm-Arena haben. Heute Abend gehen zwar noch mal ein Restkontingent an Tickets in die vierte Verkaufsphase online, aber wir hatten, um Ihnen vielleicht die Dimension ein bisschen näher zu bringen, weit über 30.000 Kartenanfragen und auch was bei uns in der Medienabteilung los ist, über 80 akkreditierte rein Print- und Online-Journalisten. Das Spiel wird live in der ARD gezeigt und zudem noch in fast 70 Ländern der Erde. FIFA-Mitgliedstaaten haben sich bedient. Entsprechend groß ist das Interesse. Herzlich willkommen hier bei Mercedes-Benz Mainfranken, dem Center hier in Würzburg. Unser Dank gilt vor allem Joachim Schlehre und Peter Schöttle, stellvertretend für Mercedes-Benz hier in Würzburg, die uns heute hier Gastfreundschaft gewährt haben und am Sonntag hoffentlich auch noch mal hier begrüßen werden. Vielen Dank dafür vorab. Wir werden mit dem sportlichen Teil beginnen. Sie haben es gesehen, es gibt auch zwei neue Partner für die Relegation. Wird Daniel Sauer dann im Anschluss dazu noch was Näheres erläutern. Wollen wir uns am Anfang aber auf den sportlichen Bereich konzentrieren. Und ich darf ganz herzlich begrüßen unseren Cheftrainer zu meiner Rechten, Bernd Hollerbach. Hallo Bernd. Und links Kapitän Amir Shahpourzadeh vor dem Spiel, am Hinspiel am Freitagabend eben hier in der Flyalarm Arena. Bernd, zweimal schlafen noch, dann ist es soweit. Kribbelt's? Ja, es kribbelt eigentlich immer, wenn man so tolle Spieler hat. Ich denke, wir können uns alle auf ein riesen Fußballfest freuen. Wir haben hart dafür gearbeitet, jetzt die letzten zwei Jahre. Jetzt haben wir letztes Jahr schon Relegation genießen dürfen. Letztes Jahr waren es ja Aufstiegsspiele. Und jetzt haben wir wieder zwei Spiele nach der Saison. Und da freut sich die Mannschaft drauf, die Region drauf und mich persönlich natürlich auch. Amir, Stimmung in der Mannschaft, das ist wahrscheinlich eine Frage, die du nicht mehr hören kannst. Trotzdem, glaube ich, ist das Interessanteste. Wie geht man jetzt in dieser Situation zwei Tage vor so einem Spiel dann damit um? Ja, die Stimmung im Team ist eigentlich soweit ganz gut. Und auch wir freuen uns schon auf die beiden Spiele, die wir uns hart erarbeitet haben. Und ja, wie geht man an die Spiele ran? Man muss fokussiert sein, auch eine gewisse Lockerheit haben und ja, zusammenstehen für die beiden Spiele. Bernd, du warst am Sonntag in Duisburg, hast den Sieg gegen RB Leipzig gesehen. Was erwartest du da für eine Mannschaft aus Duisburg? Ja gut, eine Mannschaft, die im Grunde genommen ja im Winter totgesagt war, die alle schon als Absteiger gesehen haben, die sich mit Riesenmoral wieder rausgekämpft hat. Ja, seitdem Ilija Gruev da ist, denke ich, hat sich die Mannschaft richtig gut entwickelt. Ich kenne ihn auch, er ist ein hervorragender Trainer und es erwartet uns eine Mannschaft mit Teamgeist, ähnlich wie wir sind. Mit uns hat auch, glaube ich, keiner gerechnet vor der Saison, dass wir heute hier sitzen. Und ja, es werden zwei interessante Spiele. Ich denke, beide Mannschaften kommen über den Teamgeist, über Wille. Und ich denke, es werden zwei richtige Spiele mit richtig Einsatz, mit richtig Feuer, wo sich jeder darauf freuen kann. Amir, letzte Frage, bevor Sie dann natürlich Ihre Fragen stellen können. Relegationserprobt quasi letztes Jahr. Wir haben nachgezählt, 355 Tage werden es am Freitag sein, nach diesem 6:5 im Elfmeterschießen gegen Saarbrücken vor einem Jahr, eben vor einem knappen Jahr. Ist das ein Vorteil oder ist das so eine Erfahrung, die man als Spieler in einigen Partien macht, weil man sie doch in der Karriere gerade, auch der, wie du schon lange dabei ist, dann auch schon erlebt hat? Das sind so Spiele, die einem dann auch für so eine Partie helfen? Vorteil würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich glaube, wie gesagt, das sind zwei Spiele, die intensiv werden. Wir haben es letztes Jahr erlebt. Wir hatten eine gute Ausgangsposition gehabt nach dem Hinspiel und mussten dann bis zur letzten Sekunde noch zittern. Da werden Kleinigkeiten solche Spiele entscheiden und es gilt, die Nerven zu bewahren und alles rauszuhauen, was noch in einem steckt. Ja, wenn Sie jetzt Fragen haben, wir haben Mikros entsprechend vorbereitet, die Kollegin hier würde Ihnen das geben, dann einfach kurz melden. Michael Fürst von den Fränkischen Nachrichten hier vorne. Genau, wenn Sie, Kollege, gibt das Mikro. Bernd, du hast von Duisburg darüber gesprochen, dass die Mannschaft von ihrem Teamgeist lebt. Wo hat sie denn sportlich ihre Stärken und vielleicht auch Schwächen, wo ihr sie knacken könnt?
Ja gut, sie sind sehr kompakt im Moment, sie glauben wieder an sich und haben bei dem Spiel, wo ich gesehen habe, ja, sehr gut verteidigt. Ich meine, ne, Red Bull Leipzig ist auch eine gute Mannschaft und ja, sie haben richtig viel Einsatz gezeigt und stehen halt als Mannschaft zusammen, die im Moment ja, schwer zu schlagen sind. Und ich denke, dasselbe trifft auf uns auch zu. Aber wo jetzt ich Schwächen gesehen habe, Michael. Ja. Okay. Ich denke, die Mannschaft ist im Moment gut in Form, ähnlich wie wir. Und es werden zwei enge Spiele. Und wie gesagt, ich war auch froh, dass ich mir nochmal die Atmosphäre da miterlebt habe. Ich kenne es ja schon ein bisschen. Ja, und es war auch für uns gut, dass wir nochmal in Magdeburg gespielt haben, vor so einer Kulisse. Du weißt nicht, ob du dabei warst. Ja, ne? Nee? Hast du was versäumt? Weil da war richtig was los und da macht es auch richtig Spaß, Fußball zu spielen. Und Ähnliches wird uns da in Duisburg dann auch erwarten. Aber ich bin mir auch sicher, dass die Flyer-Alarm-Arena richtig brodeln wird am Freitag. Fragen hier vorne? Siehst du es als Vor- oder Nachteil, dass ihr das Heimspiel zunächst habt oder erst? Oder hättet ihr lieber das zweite Spiel zu Hause gehabt? Siehst du das als Vor- oder als Nachteil? Ja, ich sehe es ja nicht als Vor- oder als Nachteil, sondern ich sehe es einfach, es wäre einfach fairer gewesen, wenn man das gelost hätte, ja, für beide Seiten, dass man gleiche Bedingungen hat und dann halt das Los entschieden hätte, wer dann als erst zu Hause spielt oder auswärts. Aber die Frage kann ich dir erst nach dem Spiel beantworten. Und nach den beiden Spielen. Ja, bitte. Sebastian Leisgang von Meinichow. Bernd, hast du eine Aufstiegsprämie ausgehandelt inzwischen? Ich kenne meinen Vertrag gar nicht, muss ich mal nachschauen. Weiß ich nicht. Also, aber ich denke, dass sich das für alle lohnt jetzt. Ja, die Saison hat sich schon für alle gelohnt, für die Spieler, für alle, die jetzt dabei waren, auch für die Spieler, die nicht spielen, die jetzt neue Vereine gefunden haben, gute Vereine gefunden haben. Das zeigt wieder, wenn man als Mannschaft Erfolg hat, dass jeder Einzelne davon profitiert und so wird es im Falle des Falles auch sein. Nur darüber mache ich mir jetzt keine Gedanken, sondern jetzt geht es erstmal Freitag anzugehen und das wird schwer genug und dann gucken wir mal, wenn es vorbei ist. Michael Fürst nochmal hier vorne. Armin, wo würdest du denn den Erfolg mit den Kickers jetzt in deiner persönlichen Laufbahn einordnen? Ja, ich glaube, von den Stationen, wo ich bisher gewesen bin, ist das schon was Einmaliges bisher, dass wir im ersten Jahr mit dem Projekt gleich in die dritte Liga aufsteigen konnten. Und ja, auch dieses Jahr eine ordentliche Rolle gespielt haben in der dritten Liga und uns ja, für die Relegationsspiele qualifiziert haben. Ich glaube, ja, das sieht man auch, dass ich mich hier sehr, sehr wohl fühle. Und ja, ich denke, das kann man auf dem Platz sehen. Noch weitere Fragen? Frank Krane wird von der Mainpost hier vorne. Bernd, wie werdet ihr das Heimspiel taktisch angehen? Wärst du da vielleicht unter Umständen auch mit dem 0-0 zufrieden? Ja, es sind zwei Spiele. Es ist natürlich klar, dass man ja, erstmal schauen muss, ja, dass man gut steht, kompakt steht. Ich denke, wir werden unsere Chancen nach vorne suchen. Wir werden im Grunde genommen jetzt nicht groß was verändern, was warum wir das auch sollten, ist sicherlich auch keinen Sinn. Wir haben jetzt die letzten Spiele, glaube ich, sehr, sehr gut bestritten. Egal ob zu Hause oder auswärts, sondern wir haben immer aus einer Kompaktheit heraus nach vorne gespielt. Und ist klar, dass wir, wenn wir zu Hause spielen, das Spiel auch gewinnen wollen. Und wie ich es dann taktisch angehen werde, musst du dich auch noch ein bisschen gedulden. Also
Aber ich kann versprechen, dass wir unangenehmer Gegner sein werden, dass wir alles raushauen und unsere Chance suchen werden, das ist klar. Aber ein Spiel entwickelt sich immer und hat immer viele Facetten, deswegen ja, bin ich auf alles oder sind wir auf alles vorbereitet. Personell war es ja ab und zu auch mal für eine Überraschung gut, das weiß der Kapitän auch, dass er ab und zu mal draußen saß. Nach welchen Kriterien suchst du jetzt die Spieler für diese zwei wichtigen Spiele aus, nachdem du so eine große Auswahl hast? Gibt es da auch bestimmte Verdienste, die vielleicht sich der ein oder andere erarbeitet hat in der Vergangenheit, oder spielt das dann keine Rolle für sowas? Nein, ich gucke immer, wie es bei dem Spiel am besten passt, und es ist für den Trainer halt immer noch so einfach, für mich auch. Jetzt gerade für mich ist es unheimlich schwer, weil wir alle Mann fit haben, alle ziehen mit. Egal, ob einer uns verlässt oder ob er hier bleibt. Die Mannschaft hat einen unheimlich guten Charakter und sie macht mir die Woche, Woche für Woche, ist immer sehr schwer mit der Aufstellung, weil ich im Grunde genommen alle bringen könnte, egal ob einer gesperrt war oder ob einer meine Blessur hatte oder egal, wen ich gebracht hat, jeder hat funktioniert, und das ist, glaube ich, auch eine große Stärke von dem Team, dass sich jeder voll einbringt und ich mich auf jeden verlassen kann. Und es war die letzten Wochen immer schon schwer, die eine oder andere Entscheidung zu treffen, aber das ist mein Job, und die Jungs gehen damit super um, und ich habe es ja eben schon gesagt, jetzt Beispiel Christopher Bieber, der jetzt einen Verein wie Erfurt gefunden hat. Ich sage ja immer, wenn ihm der Verein erfolgreich ist, profitieren alle davon. Ich glaube, das haben die Spieler jetzt auch verinnerlicht und gemerkt. Und das ist auch eine große Stärke von uns, wenn du mal siehst, die bei uns auf der Bank sitzen, wie die sich freuen, wenn wir ein Tor schießen. Ich glaube, das ist ein Teamgeist, den man nicht überall findet. Noch Fragen? Dann machen wir erst dahin. Patrick Dierigl von der FAZ. Herr Hollerbach, sehen Sie bei den Würzburger Kickers Parallelen zu Darmstadt 98? Ein bisschen schon, aber ich weiß jetzt nicht, oder kenne das nicht, was in Darmstadt läuft. Es ist immer schwierig, sich mit anderen zu vergleichen, sondern hier ist es sehr speziell. Der Verein ist sehr speziell. Ich habe hier in der Jugend gespielt, ich habe hier in der ersten Mannschaft gespielt, ich bin mit dem Verein in die dritte Liga aufgestiegen. Ich habe dem Verein viel zu verdanken, dass ich den Sprung ins Profigeschäft geschafft habe. Ich bin froh, dass ich jetzt was zurückgeben kann, weil ich ein sehr dankbarer Mensch bin, und mich freut es für die Region. Ich sehe jetzt, was hier los ist, wie sich das alles entwickelt hat. Deswegen freue ich mich das riesig, und ich glaube, bei Darmstadt hatte auch keiner mitgerechnet mit so einem Erfolg, und das zeigt halt wieder, dass Fußball ein Mannschaftssport ist, wo gutes Miteinander wichtig ist. Und das haben wir hier in Würzburg, das haben wir bei den Kickers. Sonst wäre das alles nicht möglich. Ja, aber Darmstadt hat das natürlich auch sensationell gut gemacht, keine Frage. Michael Fürst hier vorne nochmal. Bernd, du hast auch gesagt, dass die ganze Region in Euphorie ist. Wie äußert sich das bei dir? Wie merkst du das? Wirst du noch mehr angesprochen, oder wie äußert sich das? Wie kommst du darauf? Ja, ich muss ja nur in die Runde hier schauen, was hier los ist. Dann, Trainingszuschauer hatte ich zuletzt, wo ich auf Schalke war oder in Wolfsburg. Jetzt, wenn man nach Randersager geht, ist da auch schon ein bisschen was los. Ja, der eine oder andere kommt dann schon raus, und man wird natürlich überall angesprochen, und alle freuen sich riesig auf Freitag, und das spürt man, das prickelt in der ganzen Stadt, und das ist natürlich klasse. Da sieht man wieder, was der Fußball für eine Strahlkraft hat, und es macht einfach riesig Spaß im Moment. Wenn Sie noch Fragen haben, Alex Mader nochmal von Radio Gong. Gab es von ehemaligen Weggefährten auch irgendwelche Kommentare, SMS, Glückwünsche schon zur Saison? Also ich denke da speziell an, wie man immer so schön sagt, den Mentor Felix Magath. Es gab von vielen Glückwünsche, ich weiß gar nicht, wie viele von den Spielern von Schalke, von Wolfsburg, und ich
weiß gar nicht, wer alles beglückwünscht hat. Also man sieht, ja, Würzburg wird unheimlich wahrgenommen in ganz Deutschland. Und ja, das freut einen natürlich, dass alle mit uns mitfiebern und uns die Daumen drücken. Und das spornt uns natürlich noch mehr an, ist ja klar. Und hat mich riesig gefreut, ja. Hier hinten nochmal der Kollege der FAZ. Herr Hollerbach, Sie haben ja betont, dass Sie hier in der Jugend selbst gespielt haben, jetzt hier Trainer sind. Was würde ein Aufstieg in die zweite Liga für Sie persönlich bedeuten mit den Kickers? Für mich persönlich? Ja, für mich persönlich wäre es ein weiterer Aufstieg. Es wäre natürlich schön. Ich bin ja damals schon meine ersten Station aufgestiegen mit dem VfL 93, jetzt mit den Kickers, jetzt vielleicht, ja, wer weiß es, ich bin, ja, deutscher Meister geworden in Wolfsburg und ja, ein paar Sachen habe ich schon erlebt. Also für mich persönlich ist es natürlich toll, wie für alle. Ja, denn es ist im Grunde genommen egal, wenn man irgendwas erreicht, es ist hier genauso schön wie auf Schalke oder auf Wolfsburg. Es ist immer was Besonderes, wenn man sowas erreicht, wie wir jetzt letztes Jahr geschafft haben und jetzt dieses Jahr wieder die Möglichkeit haben. Also, aber ich, ja, habe ja schon ein bisschen was erlebt und ja, das wäre natürlich mit dem Verein, wo man in der Jugend gespielt hat und wo man dann auch den Sprung in die erste Liga geschafft hat, denke ich, war das letztes Jahr was ganz Besonderes und ja, das ist dieses Jahr jetzt auch wieder was ganz Besonderes, dass wir oder dass ich mit den Jungs, mit dem ganzen Verein jetzt um den Aufstieg in die zweite Liga spielen können. Ich denke, das ist schon speziell, keine Frage. Okay, gibt's noch? Nochmal? Herr Chapuisadeh, wie würden Sie den Anteil des Trainers an dem bisherigen Erfolg beschreiben? Wie groß ist der? Ja, ich glaube, dass es der größte Anteil ist. Ich meine, er ist ja nicht nur Trainer, er ist sowohl Manager als auch tausend andere Sachen, die er noch um sich herum hat. Und ich glaube, man sieht das auch, wie schwer es ist, eine homogene Truppe zu formen, sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr. Und ja, also wir sind dankbar, so einen Trainer zu haben. Wenn keine Fragen mehr sein sollten, schau noch mal in die Runde. Dann sage ich fürs Erste vielen Dank erstmal, was das Sportliche angeht, Bernd Hollerbach und Amir Chapuisadeh. Wir halten Sie über die nächsten Termine auf unserer Website entsprechend auf dem Laufenden. Auch das Akkreditierungsprozedere entsprechend wird heute noch entschieden. Von daher freue ich mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen allen am Freitagabend in der Flyer-Alarm-Arena. Vielen Dank fürs Erste. Danke Bernd und danke Amir. Thank you.